Es ist Nacht. Der Himmel, der gerade noch hellblau war, wechselt zu dunkelschwarz. Du möchtest nicht hier sein. Die Lust, bei Sonnenuntergang durch die Straßen alleine zu gehen, ist vergangen. Deine Angst steigt, wenn du merkst, dass du plötzlich nicht alleine bist. Du hörst hinter dir merkwürdige Geräusche von Schritten. Derjenige war vorher nicht hinter dir. Er muss von einer anderen Gasse gekommen sein. Nur noch ungefähr 10 Minuten, bis du deine Bushaltestelle erreichst. Obwohl du weißt, dass du Angst hast, bist du neugierig. Der Klang der Fußspuren sind immer noch hinter dir, denn das ist das Einzige, was dich momentan verfolgt. Du befindest dich auf einem Verkehr mit dem Unbekannten und du weißt, dass du eigentlich nichts zu befürchten hast. Jedoch ist deine Angst stärker als du selbst. Es ist eine Person hinter dir, die dich einige von Minuten beim Gehen beobachtet und du selbst keinen einzigen Blick auf sie richtest. Der Kampf zwischen deiner Neugier und Angst steigt. Alles, was du versuchen kannst, ist, die Fußschritte in deinem Kopf zu ignorieren. Du möchtest ihn für einen Moment anschauen, jedoch befürchtest du etwas. Was befindet sich hinter dir? Folgt es dich? Du versuchst temperamentvoll nach hinten zu schauen, um einen Blick auf diesen jemand zu werfen. Du stoppst, um deinen bereits gebundenen Schnürsenkel zu binden. Beim Aufstehen wandert dein Blick kurz nach hinten. Es ist ein Mensch. Ein fetter, glatzköpfiger Mann trägt eine Lederjacke, die ein wenig eng aussieht. Aus dem Sichtfeld konntest du nicht allzu viel von ihm erkennen, jedoch reicht es, um dich zu beruhigen. Sein Aussehen ist zwar nicht gewöhnlich, jedoch scheint es auch nichts Böses zu sein. Dies war ein normaler Mensch. Möglicherweise folgt es dir nicht mit zum Bus und hat nur in diesem Moment die gleiche Richtung. Eine Sache, das du beim Anblick bemerkt hast, war, dass er eine Sonnenbrille trug. Das einzige Licht auf den Straßen kommt von den Ketten auf der Straßenseite. Du redest dir ein, dass es einfach nur Nebengeräusche von der Straße sind. Jedoch redet dir dein Geist etwas komplett anderes ein. Der Klang seiner Schritte werden immer lauter und häufiger. Er beschleunigt. Du versuchst, dich in dem gleichen Tempo seiner Schritte zu bewegen, um sicherzugehen, dass er dich nicht aufholt. Alles, was du weißt, ist, dass es kein langer Weg ist, bis du die Bushaltestelle erreichst. Und möglicherweise befindet sich dort noch jemand anderes. Du beginnst dich zu fragen, welche bösen Absichten dieser Mann hat, bis du dir schuldig für diese Annahmen vorkommst. Es ist nur ein gewöhnlicher Mensch, wiederholt sich der Satz in deinem Kopf. Du bemerkst einen Keuchen. Er muss leicht müde gewesen sein. Du erinnerst dich, dass er in der Tat nicht gerade sportlich zu sein scheint. Deine Schuld wächst mit der Rückversicherung der Unschuld dieses Mannes. Plötzlich wächst sein Keuchen zu einem Husten. Es ist ein lautes Husten, das ähnlich eines Rauchers klingt. Jedoch klingt es nach etwas Unmenschlichem. Du kommst dir leicht blöd vor, denn du weißt, dass du zuvor ängstlich warst, obwohl derjenige nicht mal gefährlich aussah. Anscheinend hast du erwartet, dass aus diesem etwas Unnatürliches aus seinem Mund kommt. Diese Gefühle von Schuld und Verlegenheit lassen dich für einen Moment darüber nachdenken, umzudrehen und dich bei ihm zu entschuldigen. Obwohl du nur leise gedacht hast. Du denkst, es wäre richtig, dies zu tun. Jedoch ist es zu dunkel, um eine Person mit solchen unnötigen Geständnissen zu konfrontieren. Du entscheidest dich, dies zu unterlassen. Er beginnt zu stottern und du hörst ein lautes Stolpern. Das ist deine Chance. Du entscheidest dich umzudrehen, um nachzuschauen, ob er okay ist. Falls nicht, kannst du ihm ja helfen. Du drehst dich um, voller Zuversicht, als deine Augen auf das Gesicht des Mannes blicken. Seine Lippen sind schwarz bedeckt, als er seinen Mund öffnet. Dieser Mund scheint anders zu sein wie das, das du normalerweise kennst, denn seine Zähne sind komplett durcheinander. Sein Mund bleibt offen, bis die Öffnung plötzlich aussieht wie das von einer Maschine anstatt eines Menschen. Sein Kiefer öffnete sich ähnlich einer Schlange, während sein Mund nur zur Ablenkung dienen sollte. Man hatte eine Veränderung an seinem Körper bemerkt.
Seine Jacke öffnet sich und du stellst fest, dass es Knochen sind und die Struktur der Jacke anscheinend seine eigene Haut. Die Knochen beginnen sich zusammen mit seiner Wirbelsäule zu drehen. Als sein Körper sich öffnet, merkst du, dass sein Brustkorb sich genauso bewegt. Seine Knochen wachsen und bewegen sich von innen nach außen. Du rennst. Die Kreatur verfolgt dich, als du gegen den Wind rennst, das in dein Gesicht bläst. Du nimmst die Geräusche von Knochen wahr. Du schaust nicht zurück, um das Vollendete von dem Monster zu sehen. Du beißt deine Zähne zusammen, als der Wind dich versucht, nach hinten zu blasen, um schneller zu werden. Die Bushaltestelle ist gleich um die Ecke. Du redest dir ein, dass der Bus möglicherweise schon da sein wird und du schnell hineinsteigen kannst, um wegzufahren. Du hörst die Kreatur hinter dir, während du tief einatmest, als du um die Ecke rennst. Der Bus scheint da zu sein. Du kannst endlich in die gegengesetzte Richtung dieser Kreatur fahren, mit einem Lächeln der Erleichterung auf deinem Gesicht. Plötzlich schließt sich die Tür. Du beginnst zu schreien, damit sie geöffnet wird. Hilfe! Jedoch stellst du fest, dass der Fahrer der Einzige an Bord ist. Es scheint, dass dieser Albtraum zu einer alltäglichen Erscheinung wird. Du zeigst auf das Biest, um den Busfahrer darauf hinzuweisen. Er musste es nicht bemerkt haben. So schien er zu glauben, du seist betrunken. Als du mit der Kreatur konfrontiert wirst, merkst du, dass sein Fett tatsächlich zu Dutzend knochiger Arme in seiner Brust wurde. Es benutzt sie, um sich mit ihnen zu bewegen. Was aussah wie das Gesicht eines Mannes, wurde nach hinten zu dem Körper der Kreatur gefaltet. Du drehst dich erneut zum Fahrer, der dich diesmal hineinlässt. Das Letzte, was du wahrnimmst, ist ein unsympathisches Gesicht, das sich beginnt zu schütteln. Gab es etwas zu essen letzte Nacht? Jep, anscheinend wurde er genug für eine Woche gefüttert. Zwei Männer saßen auf einer Bank in der belebten Straße, voll von Menschen. Männer trugen blaue Hemden, das ähnlich einer Busfahreruniform aussah. Wurde es unsauber? Nein, nicht viel von ihm übrig geblieben. An der Station wurde das Opfer tot aufgefunden. Ein Paar saß auf der Bank und schaute über die Straße hinunter einer Gasse. Unten in der Gasse konnten sie gerade noch einen fetten, kahlen Gesicht mit Sonnenbrille bemerken. Dieser schaute auf die Menschen und wartete auf den Sonnenuntergang.